Moin Moin meine Freunde, heute zeigt uns Clash Quest schon wieder, wie sehr es uns hasst. Es ist unglaublich, es sind wieder Infinity Runs möglich. Alles, was man diese Woche gemacht hat, wird wieder komplett über den Haufen geworfen. Naja, da es vermutlich die letzte Woche Infinity Run ist, werde ich mir auch keine Mühe geben, sondern einfach ganz entspannt runterspielen. Entweder wir schaffen es, dass wir einigermaßen gut sind, oder wir schaffen es nicht und machen es dann, wenn das Spiel was auf der Hacken hat. Ich habe nämlich definitiv keinen Bock darauf, jetzt 3 Stunden hier meine Liga zu spielen, nur weil das Spiel heute mal wieder einen weg hat. Naja, wir gehen rein, dann zeige ich euch das Ganze mal. Ja, in Legendary 1, Freunde, sieht das Ganze mal so aus. Es hat gefühlt jeder einen Infinity One und ein dickes F an dieser Stelle an unseren Clan-Kameraden Phlox. Er hat die ganze Woche so unfassbar gut gespielt. Er hat Liga Ones gemacht. Er hat gestern 21 gemacht, wo die meisten nur 15 oder sowas hatten. Er hat richtig gut Gas gegeben, wobei 15 sogar noch gut war. Und was ist? Heute kommt ein Infinity One. Und das ist wieder alles kaputt. Alles. Es ist komplett kaputt. Bei uns wurde hier auch schon ein Infinity geschafft. Ich meine, er kann noch weiterspielen. Ihr seht, er ist noch drin bei 39. Er ist bei 30 noch drin. Ja, Digga, ganz ehrlich, interessiert mich auch nicht. Es ist die letzte Woche, wo Infinities wahrscheinlich möglich sind. Was heißt nächste Woche? Ab dem Update. Ich hoffe mal, dass das nächste Woche soweit ist. Gibt es Inferno-Türme, die 7000 Leben haben? Und damit sollte der Infinity One auch endlich weg sein. Ich habe jetzt schon keinen Bock zu überlegen. Giants, dann Minions mit Switch. Ja, 3 Giants, aber wenn nicht nur einen, ne? Naja. Wofür überlege ich eigentlich? Wir machen heute einen schnellen Run, weil ich eh keine Lust auf Infinity habe. Bin ich ehrlich, habe ich eh keinen Bock drauf. Warum überlege ich eigentlich so lange? Zack. Ich werde sowieso kein Infinity machen. Zack. Wie läuft Clash Mini? Ich spiele nur meine Quest bis zum Update, ne? Wenn das Update da wird, dann wird Clash Mini richtig geil. Und wenn dich interessiert, was so im Update vorkommt, kannst du gerne mal auf YouTube gucken. Ich habe übel viele Videos dazu hochgeladen diese Woche. So aktiv wie diese Woche war ich auf YouTube, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Keine Ahnung, ein Earthquake, zack. Ups, das ist doof. Magier. Ist auch eine Magier-Stage gleich. Ein Earthquake. Riesen. Earthquakes. Schönes Ding. Yo, Izzy? Warte. So, jetzt. Was geht? Yo, was geht, Izzy? Aber bei uns haben zum Glück bis jetzt nur einer Infinity gemacht, hoffentlich. Ja, aber es kommen doch eh noch welche. Wir müssen nur einen 20er Run machen. Dann. Das ist trotzdem noch für uns gut aus. Achso, ich mach dir eine Bildschirmübertragung noch an, ja. Also ich werde kein Token machen, egal was ich für ein Ergebnis hier leiste. Selbst wenn ich nur 3 mache, ich habe keine Lust. So. Letzten Stage einfach gefettfingert, hätte mir lange nicht passiert. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr stabil aus. Riese zum Finishen. Riese vielleicht. Ja, eine Riese zum Finishen. Hast du mit hier Riesen gespielt? Ja, aber Schmutz. Hat nichts gebracht. Also schon ein bisschen Wasser, weil halt viele Kanonen und so da sind, aber ja, das war trotzdem eigentlich Schmutz, bis ich die da vorne hatte und Riesen. So. Das hat gefuckt. Wie immer. Ja, ich glaube Magier, oder? Was? Außer es kommen wieder welche nach. Ja, natürlich. Natürlich. Aber für Phlox ist das doch richtig assi, oder nicht? Ja, das würde mich richtig ärgern. Ich hätte keinen Bock mehr. Ich hätte auch keinen Bock mehr. Brauchen wir die nächste? Wie sieht's aus? Oh, ja, wir brauchen den jetzt. Nächstes Magier Stage. Zack, Magier, perfekt. Ganz links ein. Oh, Rutsch. Ja. Ist so wichtig. Und links gleich auch noch ein. Weiß man schon, wann das Update kommt? Leider nicht. Ich denke nächste Woche irgendwann.
Respekt, da steht sogar eine einzeln. Ach, egal. Jetzt haben wir zwei genommen. Auch egal. Wurscht. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen. Mich nervt das mit den Bombenminern. So, passt. Perfekt. Machen wir so. Alle weggegangen, scheiß drauf. Ja, Hauptsache, da sind die scheiß Bombenminer auch weg. Steht der Fall noch. Ach ja, ups. Egal, kommt ein Packer nach. Immer schade. Dann spielen wir gleich alle Magier, wenn jetzt kein Packer kommt. Ist ja auch nicht schlimm. Schmutz. Ja, dann spielen wir einfach die Magier. Zack. Ey, das ist mir interessant. Passiert hier nicht so geärgert. Ich ärgere mich nicht. Ist auch Magier. Ich ärgere mich über das Spiel an sich, dass es mit diesen Infinity-Waren einfach möglich ist. Das ärgert mich so sehr, dass es mir eigentlich scheißegal ist, was ich heute mache, weil ich übelst sauer bin. Verständlich, aber eine 20 wäre trotzdem stabil, dass wir dann trotzdem vielleicht aufsteigen. Egal, ich spiele mit den letzten Packer, oder? Oder ein Earthquake hätten wir machen können. Zack! So, Bombminer. Die ist gute Bombminer. Ja, damit der halt wieder vorne, wie gerade eben der Ofen bleibt, ist die Puppe hätte. Ja, ist doch gut, dann sind wir auch fertig mit dem Scheiß heute. Das macht mich super aggressiv. Ja, Flox hat geschrieben, wir machen gar nichts. So, fertig. Raus da. So, hoffentlich kommt das Update, dann kann man wieder kommen. Scheiß drauf. Es ist einfach Mutztag, ich habe auch keinen Bock. Ja, meine Freunde, Bombminer macht einfach keinen Bock damit. Ich warte jetzt, bis die Gebäude Level höher sind. Macht doch gar keinen Sinn, sich Mühe zu geben. Machst die ganze Woche Spaß an der Liga und dann gibt's wieder einen Tag, wo du entweder eine Doktorarbeit über 3 Stunden schreiben kannst, um Infinity One zu machen, der komplett verbuggt ist. Oder du schaffst eh nur 20 oder so und es bringt dir nichts. Also ist auch scheißegal. Da bleiben wir halt in Legendary 2. Macht sowieso keinen Spaß so. Wir sehen uns morgen. Tschüss.